Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Heute mal wieder ein One vs. One. Gegner hat ungefähr gleiches MA, wunderschön. Mal gucken, was wir Schönes bekommen. Ich hoffe ja auf Supply vielleicht. So, also. Das hier wäre eine solide Geschichte auf jeden Fall. Big Supply. Können wir wegen der Einheiten spielen. Ja, komm, wir versuchen mal keine Stormcaller zu spielen. Was macht er dafür? Kann ich aber potenziell ganz gut überrennen, denke ich. Dann machen wir das einfach auch mal. Ja, ich immer meistens hier offensiv, also mache ich es mal hier ausnahmsweise. Ich muss hier so rum aufstellen. Ne? So, die können wir ruhig dahinter stellen. Die stellen wir wieder hier irgendwo hin. Oder den stellen wir hier irgendwo hin. Dann hier noch einen defensiv. Mach den mal hier, so, dann müsste ich eigentlich den Tower Snipe verhindern können. So sollte es eigentlich okay sein. Wir probieren das mal. Ja, Tower Snipe verhindert. Sehr gut, kriegt noch ein paar mehr Schüsse raus, bevor die nächste Salve einschlägt. Das ist gut. Wenn er kommt mit meinen Phönixen nicht klar, so viel ist sicher. Die Buff kriege ich jetzt trotzdem. Ah, dauert noch eine Salve. Oder ist ein Mark, wenn dabei, der muss weg. Den habe ich übersehen. Der Debuff könnte jetzt teuer werden. Ja, okay. Das war die Runde für ihn. Oder habe ich den sogar erwischt, den Marks und hä? Verwirrt. Na gut. Also eigentlich, was kostet Replika? 2,50. Wenn ich noch 3,50 über habe. Das würde sehr gut klappen. Ich probiere es einfach, ist mir jetzt egal. Nehme ich das hier noch mit, das Haste-Modul? Warum eigentlich nicht? Das kann potenziell eine Riesenkatastrophe sein für ihn eigentlich. Naja, wir gucken, was passiert. Er verkauft und stellt mir Phönix in die Seite. Es wird halt trotzdem, bis die Phönixe da sind, hat er alle seine Fangs verloren, oder? Und ich habe Millionen von Crawlern, das muss die Hoffnung sein. Sieht gut aus.
Die Debuff, aber hey. Jetzt kriegt er den Debuff rein, doppelt. Und er kann die wegporten. Ey, dieses Spiel, das hasst mich so sehr. Was habe ich ihm denn getan? So ist gemein, oder? Da sind wir uns so einig. Spiel Crawler und es kommen Fire Badger. Ein komplett wildes Spiel auf jeden Fall. So, wir holen auf jeden Fall. Oh, ich wollte nicht drei Stück holen, ich wollte nur zwei Stück holen. Egal. Ja, ist halt super asozial, dass die scheiß Fire Badger hier kommen. Keine Ahnung, womit ich das verdient habe, was ich im Spiel getan habe. Gut. Was hat er für ein SBC Rhino? Super. Sobald der Debuff ausläuft, ist er im Arsch, oder habe ich keine Phoenix mehr. Ha? Nee. Ja, keine Ahnung, ist halt. Was soll man dazu noch sagen? Außer Fuck You Game. Ich will gerade schwer überlegen, was ich jetzt am dümmsten adde. Und ob ich das hier mitnehme oder halt nicht. Wollte ich machen, ich wollte die adden. 1, 2. Dahin. 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 Ja, ist halt kompletter Mist einfach nur. Er fällt mir jetzt so nicht ein. Dieses
nicht mal replizieren würden, wäre so wertvoll, tun sie aber nicht. Schwierig. Ganz schwierig. Ist halt, keine Ahnung, ist halt einfach nur lächerlich, was hier passiert ist. Gut, die machen es am dümmsten. Level 1 tut es aber auch, ja. So. Den will ich gerne leveln. Und den stellen wir diesmal direkt hier hin. Dann adden wir noch Mustangs in dem das Item. Wir sind die geben Speed an uns, packen hier noch was in die Flanke für den Fall der Fälle und hoffen einfach, dass es reicht. Antizipiert auf jeden Fall. Also hier drüben mal nicht. Replizieren sich sogar noch, ich krieg den Debuff, das hilft. Das ist die Frage halt trotzdem, ob es reicht, aber geht halt potenziell zwei Debuffs gleich. Ah, die Phönix da sterben. Hier sollten wir leben. Boah, es wäre so wichtig gewesen, dass der stirbt. Und der, aber zu spät, ne? Ja, wird zumindest nicht mehr so mega. Ah, ich hab sogar einen Phoenix, never mind. Jetzt kommt Win. Okay. Einmal hier Barrier bekommen. Soll ich dazu irgendwas sagen oder einfach nur Fuck you, Game? Jetzt kommt Missile Strike. Toll. Das ist natürlich toll. Ich kann aber wegporten, wird auch machen. Was fehlt ihm denn? Eigentlich fehlt ihm Single Target Damage. Das heißt, vielleicht wären hier sogar. Seite, gell, so halb, halb. Okay, ich muss mich beeilen. Egal, was ich tue, ich muss mich beeilen. Ah, der kam nicht mehr raus. Wertvoll gewesen, glaube ich.
Aber gut, die Schilde gehen auch so relativ fix down. Ist die Frage, kriege ich die Ohrplosse schnell genug down? Ich denke schon, oder? Das müsste meine Mustangs perfekt aufräumen können. Der ist halt ein Problem. Aber gut. Die Mustangs. Das hat nur Level 1 leider. Mein Ding ist leider gestorben, aber ich belebe zumindest. Aber wenn ich die beiden Königs kriege, dann wäre so huge. Den kriege ich auch noch. Okay, es reicht nicht ganz, aber ey, besser gelaufen als befürchtet. Jetzt haben wir Mustangs, die gelevelt haben, ein bisschen zumindest. Das ist sein Haupttrumpf, oder? Was macht denn aber, wenn ich den jetzt hier die Steelballs und gibt den Armor, oder? Bisschen Abstand muss ich halten, aber so können wir das machen. Das, die brauchen wir dann nicht mehr. Das heißt, wir können den Quatsch da nochmal ansetzen, hätte ich gesagt. Armor haben wir ausgegeben, das soll auf jeden Fall leveln. Ich glaube sogar, dass Reichweite hier gar nicht so unwichtig ist. Leveln. Den ruhig nochmal darüber packen. Mehr Mustangs. Warum nicht, oder? Okay, die Walls waren scheiße platziert offensichtlich. Da fehlt Spam Clear auf der Flanke. Aber meine Phoenix funktioniert trotzdem, oder? So halb. Wir sind zu spät, aber es funktioniert. Die Mustangs sind halt göttlich jetzt hier. Wildes Spiel, war noch nicht vorbei. Die Range ist es nicht, ist der Damage denn? Aber die Frage ist, ist der Damage? Bufft alle meine Mustangs, ne? Hit Damage. Das ist definitiv der Damage. Ich wünschte, ich hätte hier irgendwie noch was Großes. Naja. Ich meine, einen. Ein Mustang hätte ich da oben gerne noch. Kann ich aber auch da einpacken, oder? Ich denke schon. Ich denke, er denkt, dass ich das nicht mehr mache, oder? Ich denke, er denkt, dass ich denke, dass er denkt und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Irgendwas. Die killen jetzt meine Steel Balls, ist sein Plan. Macht er denn dagegen, wenn ich einfach noch mehr Mustangs hätte? Nichts, oder? Vor allem muss ich mir beeilen. Zwei dumme Sachen setzen. Ah, ich hätte so viel mehr von Dingern adden müssen.
Mehr Satelliten wäre es so gut geworden. Ah, der bleibt halt göttlich für ihn jetzt. Ah, mal gucken. Könnte trotzdem für mich reichen, aber ich habe es umgespielt letzte Runde. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber ist trotzdem gut. Egal, oder? Ja, ich bin schon. Okay, da liegt ein Fang. Was war das? GG, oder? Nein, das war, doch, das reicht. GG. Vielen Dank. Okay. Ja, ich hätte natürlich noch viel mehr Satelliten setzen müssen. Das ist halt Fangs sind einfach kacke, ne? Das, aber, sobald er so Fangs gespammt hat, war mir klar, ich muss einfach Mustangs adden ohne Ende und ich muss irgendwie mit den Fortressen klarkommen. Aber das war echt eine Frechheit, dass hier die Firebatcher kommen ein, nachdem ich die Crawler mit Dings geändert habe. Aber die Gefahr besteht halt immer, ne? Ja, die Flanke hier war nicht so mega erfolgreich dann. Ich hätte früher Mustangs noch dazu adden müssen, dann wäre es besser geworden, aber es hat im Endeffekt hat sie gereicht irgendwie. Ja, spannend. Spannende Runde. Ich denke, das kann man hochladen. Was gibt's noch zu sagen? Was gibt's noch zu sagen? Scorpions hier waren, glaube ich, schon ganz gut. Jetzt hat sie ein bisschen in die Schilde reingeforst und dagegen waren die ja trotzdem gut. Passt schon. Weiß nicht, ob das hier so schlau war. Er hat halt dann darauf reagiert mit dem Ignite. Ist halt die Frage, ob er das ansonsten auch gemacht hat, wenn ich die Schilde nicht ausgegeben habe. Wenn die Schilde das Ignite geforst haben, dann waren sie gut. Wenn das auch so gemacht hätte, war es nutzlos. Wahrscheinlich. Naja. Wie dem auch sei. Ich sag danke fürs Zuschauen, gerne Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.